Hey ho und herzlich willkommen zu Spyro. Wir sind. Oh, süß. Oh. So, nochmal. Also, hey ho und herzlich willkommen zu Spyro the Dragon, beziehungsweise Spyro Riptoe, Schieß mich tot, Teil 2, halt, wie gesagt. Wir sind jetzt hier in Aquarius. Und, das ist so lustig. Ja, und wir gucken mal, was hier jetzt so geht. Alter, du Sack. Mach ja die Flatter. Die komischen Typen mit den Schockstöcken haben unser Wasser abgelassen. Wir bekommen es nur zurück, wenn jemand die Schalter aktiviert, die sie bewachen. Ja, machen wir doch. Für so ein süßes Seepferdchen machen wir fast alles. Zupp. Ups. Okay. Hier ist wieder irgend so ein... Ah ja. Hier komme ich nicht hoch. Also muss ich erstmal... diese Perspektive. Muss ich erstmal hier unten weiter. Jetzt davon. Was bist denn du? Schaf mit Taucherglocke. Sehr geil. Hallo. Oh, halt, nee, stopp. So, wo geht's? Ah, hier ist wieder der nächste Schalter. Kam ich her, oder? Ne, Alter, was ist denn das? Habs hat's gemacht. Scheiße. Okay. Verabschiede dich von deinem Leben. Jetzt macht das Schaf mit Taucherglocke auch Sinn. Gehen wir gerade hier hoch. Muss da zu den Haien durch oder was? Warte mal, da hinten ist noch ein Leben. Ja, sieht so aus, als ob ich zu den Haien muss. Das ist ja super.
Und das ist ja eh nur so ein Ding, was ich nicht kaputt krieg. Soll ich es nochmal wagen? Ist die von oben kaputt? Nein. Gut. Ja, und was mache ich dann jetzt hier? Hier komme ich her. Blub, blub. Was ist denn hier so ein Schalter? Geht nur zu den Haien. Ist sonst nirgendwo was. Wie soll ich denn an denen vorbeikommen, bitte? Wie soll ich die denn besiegen? Ich check's gerade nicht. Schalter. Da liegen noch Diamanten. Ah, hier. Alter, diese Steuerung. Ich höre schon wieder Haie. Was hier unten? Nix. Mal hier hoch. Das ist ein U-Boot. Hi Spyro, du musst zäher sein, als du aussiehst, um so weit gekommen zu sein. Trotzdem wirst du nicht an den Metallhaien vorbeikommen. Das habe ich auch schon gemerkt. Ich könnte dir aber mein U-Boot leihen. Für eine bescheidene Gebühr. Versteht sich. 100. Ja, es ist ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen, Spyro. Dieses U-Boot ist zu 100% haisicher. Ich garantiere es. Ja, das würde ich hoffen. Aber ich kann die Diamanten nicht sammeln. Das fährt automatisch. Das ist jetzt auch eher dümmlich. Wieso hüpfst du denn da gleich runter? Das war jetzt... Da oben war noch Diamanten, Mann. Und ich komme da jetzt vielleicht hin, wenn da... das Wasser jetzt hier reinlasse. Das ist jetzt ein U-Boot weg, oder?
Ah, das ist die Stelle. Gut. Komm ich jetzt hier? Da. Also wenn es hier mal irgendwie auf Geschicklichkeit geht, dann habe ich schon schwer gelost. Ich komme mit der Steuerung nicht. Was haben wir da jetzt diesmal? Feuer. Damit kriege ich wahrscheinlich die Haie platt. Okay, der hat nichts für mich. Was mit dem hier? Unsere Welt ist wieder nass. Wir alle möchten dir diesen Talisman von Aquaria geben, damit du uns nie vergisst. Immer gern. Okay, hier haben wir wieder so gar nichts gemacht. Hauptsache, wir haben die Talismane. Ja, Kruzifix. Ab nach Hause. Talismane gut ist. Und tschüss. So. Ich will, habe ich schon erwähnt, dass ich klettern lernen will? Und ich habe irgendwie keinen Sparks mehr. Warte mal. Das geht so nicht. Achso, hier, ja, genau. Hier komme ich ja erst hin, wenn alles fertig ist. Ozeanschrecke. Ja, komm, angucken du was uns, oder? Nein! Boote, Bogen, Wagen, Ringe. Komm, einmal versuchen wir es noch. Alle guten Dinge sind zwei und dann fahren wir heim.
Scheiße, verpasst. Naja, gut. Okay, wir haben es zumindest mal alle Ringe. Und ein Bogen hat gefehlt. Gar nicht so schlecht. Doppelte Zeit und wir hätten es vielleicht geschafft. Ach Gott. So, da waren wir gerade. Hier hin. Eigentlich. Irgendwo. Für was öffnet sich da die Tür, wenn die da drüben zu ist? Ah ja, egal. Blub, blub. Okay. Ah ja, jetzt wissen wir es. So, bringst du mir jetzt Klettern bei? Auf dieser Wand habe ich was Glänzendes gesehen. Ja, ich muss klettern lernen, ist klar. Hudikos. Hudikos, ab dafür. Reisen nach Hurikos. Das ist ja witzig. Haben schon immer Ärger gemacht, aber jetzt haben sie uns auch noch mit Kraftfeldern getrennt. Such Dioden, um die Kraftfelder auszuschalten. Ich glaube, hier ist irgendwo eine Diode, aber meine Augen sind leider nicht mehr so gut. Du hast irgendwie super. Das war die Diode. Alter, ich sehe schon wieder. Das hasse ich ja. Wenn ich es mal so sagen darf. Ich fürchte, hier werde ich nicht rein hüpfen können, oder? Hat's gemacht. Einfach nur Puff. Wow.